Wow, Daniel, ganz schön gewagtes Outfit für einen Mann. Sag mal, Kino, kann sein, dass du in ziemlich klassischen Rollenmustern denkst? Nein, überhaupt nicht. Ich bin das Kino, ich habe kein Geschlecht. Ich bin das, was man aus mir macht. Ihr wolltet, dass ich eine weibliche Stimme habe, aber ich kann alles sein. Ja, nicht nur du, Kino. Nicht nur du. Ich wach morgens nämlich nicht auf und denk mir, Daniel, du bist ein Mann! Welchen männlichen Tätigkeiten kannst du heute nachgehen? Wenn wir ganz ehrlich sind, ohne die Attribute, die die Gesellschaft einem zuteilt, seinem Geschlecht, oder vor allem den Nachteilen, die man dadurch erfährt, ist es doch eigentlich ziemlich egal, welches Geschlecht man hat. Das soll jetzt nicht heißen, wir sind alle gleich. Nein, wenn man ganz traditionell an die Sache rangeht, dann haben wir Geschlechtsteile, um die Welt in zwei Gruppen zu teilen. Aber wir sind nicht das, was die Tradition vorgibt. Zumindest nicht alle und zum Glück nicht. Wieso werden wir aber die ganze Zeit damit konfrontiert, dass wir einer bestimmten Kategorie zugehören? In unserer Branche passiert das leider auch noch viel zu oft. Charaktere werden explizit männlich oder weiblich geschrieben. Damit die ZuschauerInnen das dann ganz bestimmt verstehen, werden diese Charaktere dann auch noch mit Klischees belegt. Das heißt, wir simplifizieren, wir reduzieren auf das geschlechtliche Dasein, während wir aber an einem Abend wie heute alle ganz brav gendern. Heißt es jetzt, die Filmbranche ist schuld an der ganzen Ungerechtigkeit? Ist die Filmbranche schuld am Patriarchat? Nein, ist sie nicht. Aber diese Branche reproduziert leider, leider das Denken in Schubladen. Ganz simpel, es geht ums Ficken, Kinder kriegen, darum, seinen Mann oder seine Frau zu stehen. Aber ist es das, was uns zu Männern oder Frauen macht? Sagen Sie, verehrtes Publikum, warum essen wir uns eigentlich nicht gegenseitig? Tiere essen wir doch auch. Wir halten sie in Käfigen, weil wir klüger sind. Wir sind erhabener. Und dann kriegen wir es nicht hin, in all unserer Vielsichtigkeit, in unserer Vielschichtigkeit, uns als die Individuen wahrzunehmen, die wir wirklich sind. Denn wir sind alle fluide Wesen. Wir tragen Welten in uns, wir haben Emotionen, wir haben Gefühle. Und dann reduzieren wir uns am Abend auf: Hallo, Daniel, Schauspieler, männlich. Liebes Publikum, bitte nehmen Sie mal Ihre eigene Vielschichtigkeit wahr, um es ganz simpel zu sagen: In allen von euch und in allen von uns ist ein kleines bisschen Scheiße und ein bisschen was Geiles. Ein bisschen happy und auch ein bisschen sad. Und wenn wir diese Vielschichtigkeit wahrnehmen und zulassen, dann werden wir sie irgendwann auch in anderen sehen. Und dann, sehr verehrtes Publikum, dann haben wir alle eine Chance auf eine Gesellschaft und vor allem auch auf Drehbücher, die nicht auf Geschlechter reduzieren, sondern die Menschen so sein lassen, wie sie sind. Fluide, wandelbare Wesen, die lieben, lernen und leben wollen. Ich will Sie auch nicht viel zu lange mit meinem linksgrün versifften Gender-Woke-Wahnsinn ärgern. Ulf Poschert hat wahrscheinlich gerade schon getweetet: Bitte nicht. Und deswegen, liebes Publikum, freue ich mich jetzt auf eine mehrdimensionale, vielschichtige und wundervolle Person auf dieser Bühne, die grandiose Maren Eggert!